Seite. Hier ist Black und Gaso. Ja, und heute zeigen wir euch mal eine Covette von den Gaso. Ja, genau. Die hatte ich mir jetzt zugelegt. Was steht hier gerade? Nummer 50. Was sagst du von General Motors? Ne? Genau, das hat hier so das Logo, ne? Von richtig. General Motors. Warte, machen wir direkt mal einmal auf. Das sieht man dann besser und direkt dieses. Also wir haben festgestellt, dieses Plastikgestelle, das ist wirklich anscheinend nur für den Spoiler, ne? Ja, einfach richtig. Nur dabei, weil. Wir haben so flache Autos, da ist das nicht mit drin. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich vermute mal, ich mache mir ja mal Gedanken, weil letztes Mal habe ich ja im Video gesagt, dass er wohl einige tausend Euro später mal wert ist. Ich habe jetzt, mittlerweile festgestellt, das sind andere Funktionen. Ihr könnt das so hinstellen und dann könnt ihr hier die Schrauben reinschmeißen, wenn ihr das Auto auseinandernehmt. Und das wird wahrscheinlich der Sinn sein. Und das hat überhaupt nichts mit Spoiler zu tun. Alles klar. Okay, das lassen wir einfach so im Raum stehen. Ja, lass den Mann mal in seinem Glauben. Etwas älter. Das ist so. Ja, auf jeden Fall kommen wir zur Corvette. Also finde ich schon sehr cool. Auf jeden Fall. Mir hat persönlich ja dieses dunkle Blau mit den Rallye-Streifen gefallen. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ich finde sogar, das hat so einen leichten Rot-Touch, ne? Ja, vielleicht hier sind so ein paar rote Highlights dran. Ja, und ja, vielleicht wegen diesen kleinen roten Dinger wiegt das so ein bisschen rot, ne? Aber wahrscheinlich wegen diesen roten Streifen und so. Kann gut sein. Sieht man dann halt so ein bisschen, sieht dann halt ein bisschen anders aus, hat einen guten Effekt eigentlich. Dann schrauben wir. Und ist auch mal ein bisschen anders wie diese gelbe Variante. Ja, es gibt gelbe und verschiedene Schwarze. Ja, schwarz ist, glaube ich, auch ein anderes Modell. Kann gut sein. Also, das weiß ich nicht. Also, ich finde fand es so sehr, sehr cool aus. Und mir gefällt es auf jeden Fall in diesem Metallic-Lackierung jetzt mal von der Seite gesehen. Von oben, na, wahrscheinlich sieht man es auf den Aufnahmen besser. Man wird da leichte Kratzer erkennen. Ja, wir haben sie ja schon gefahren. Ja, und noch ein paar Blessuren. Ja, vor allem, ich denke mal, auch bei der wird irgendwann so sein, dass hier die Seiten sehr schnell dann, wie bei deinem Aston Martin, ne? Der ist ja auch Aston Martin und hier sind wir schon sehr viel mit gefahren. Und wenn ihr hier seht, ja, hier sind die Seiten ein bisschen abgeplatzt, aber das ist auch eine sehr spitze Kante und da kann natürlich oft sein, wenn ein anderer drauf fährt, dass dann der Lack abschüttet. Wenn ihr jetzt ein Auto haben wollt, wo nicht so viel abschüttet, dann sucht welche, wo nicht so spitze Kanten dran sind, dann hält der Lack natürlich länger. Aber es dauert lange, bis da mal Lack abblättert. Also oder man muss halt fahren wie so ein Geisteskranker. Genau. Was ich jetzt nicht sagen will, dass du das getan hast, aber ja, also schön auf jeden Fall, finde ich auch klasse, auch hier diese Antennen drauf, die Spiegel, gefallen mir mit dem Weißen hier sehr. Man sieht ja sogar auch die Bremsscheiben bei dem Wagen, ne? Stimmt. Kann man da sogar sehen. Ja, also sehr Detail. Richtig. Ja, die Details sind natürlich auch der Hammer, auch hier, wenn, was ist das genau, wenn die, die Luft, genau. Ich finde auch ziemlich cool, das Dach sieht so ein bisschen so space-mäßig aus, mit so ein Sternenmuster. Also finde ich richtig klasse. Von hinten, das finde ich bei den Wagen richtig klasse, dass die halt, wenn die digital sind, dass die leuchten und nicht nur vorne Scheinwerfer, sondern auch hinten, das leuchtet dann und das finde ich schon sehr, 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 sehr helle LEDs ist mir auch mal auf der Bahn. Boah, der war echt stark. Der war richtig gut. Wir haben da noch einen Pet und einen Petto. Ich fand den Ferrari, der war auch, den zeigen wir noch, der war der Hammer. Also hat der Kumpel auch gefunden, dass diese ganzen leuchtenden Sachen bei den Autos auch, das ist, ich bin da voll der Fan. Ja, jetzt haben wir mal die Front von der Corvette. Also ich finde ja eine Corvette, auch wenn alle Leute sagen, das ist halt. Früher hat man gesagt, das wäre der amerikanische Manta. Aber ja, ja. Ich finde den schön im Wagen. Ich finde es auch klasse. Mittlerweile ist ja von diesem bisschen weg, weil es ja ein bisschen sportlicher jetzt alles noch geworden, wie er früher war. Und ein bisschen schlanker finde ich auch, nicht mehr ganz so bullig halt. Ja. Ich finde die Form also auch richtig klasse. Ich finde die wirklich klasse. Cooles Auto. Ja, von hinten. Ja, hier kann man wieder umsteigen, von digital auf analog. Richtig. Ja. Die Räder, die man auswechseln kann. Ja, wir haben gehört, also es ist anscheinend wirklich so, dass die Reifen, wenn man halt den so ganz normal kauft, dass wenn man halt den ein bisschen tunen möchte, damit er besser Grip hat oder wie auch immer, dass man halt nur die hinteren beiden Räder wechselt. Warum das so ist? Genau, vielleicht weiß einer von euch da draußen, wieso man nur die hinteren Räder wechselt und nicht die vorderen. Weil das fragen wir uns noch wirklich, wie das ist. Ja. Das machen die meisten nur so und dass die vorne. Vielleicht weiß das einer, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, würde uns riesig drüber freuen. Ja. Ja. Ja.
So wollten wir euch mal die Corvette auf jeden Fall zeigen und dranbleiben, Leute. Es kommen immer noch mehr Autos. Es rollt hier eine ganze Welle auf uns zu an neuen Fahrzeugen. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis denn. Ciao.